vielleicht nicht. Wir werden unten auch nochmal shoppen müssen. Gibt es unten überhaupt Geschäfte? Ich gehe gerne unten shoppen. Ich habe gar keine Lira. Mit dir, glaube ich. Du gehst um 8 in der Früh, hast du gesagt, gehst du am liebsten Frühstück kaufen. Ich habe keine Lira mit. Die Lira? Eieieiei. Ich habe keine Papiere. Was? Das hat mir nicht Papiere. Hilft sie nicht. Filmen. Nicht, oder? Nicht helfen. Stickel noch. Steh steht. Wenn wir auf jeden Fall stehen bleiben, spätestens ist es nicht klar, wir bleiben immer wieder stehen. Und dann fahren wir da dieses Tal da rein, da nach Campi, beziehungsweise die blaue Strecke dann da, nach Malda-Pranzo. Da sind wir dann schon auf der Aufteilmette, also da ist ungefähr die Hälfte nach der Salzstraße. Zwei Streichen und eine Apfelsaftschale. Ja. Weizen alkoholfrei, das ist für mich. Lisa! Du hast einen Fleck auf der Linse. Schau mir an. Mir muss anschauen. Und war das so anstrengend eine Fahrt für dich, Alpha? Für dich? Warum bist du nicht immer hinter mir gewesen? Ich dachte, schau mal den Hinterreifen an. Hinterreifen? Das ist von daher, das sind 700 Meter. Das ist einfach geschafft. Ja, ist super warm. Kurze Strecke. Ava bene. Hey, Alkohol. Arrivato l'alcol. Tieni. Ti amo. Me too. Steffi Weizen. Stai facendo la foto? No, video. Video. Mettilo su internet che lo vedo anche. Hollywood. Hollywood. Ma hat einen Öffner da? Ah, ist ja wurscht. Komm mal zu. Jürgen, da ist noch einer so. Jürgen, da ist noch einer so ein Rasen wie du. Und Dina, was war der Grund, warum wir nicht runtergefahren sind? Auf wenn meine. Wo du das mit den Spitzkernen an der Terrasse gehabt hast. Wie war es mit dem Gipfel? Ich auch. Im Gipfel war es schön. Wie war das mit Gipfel? Ein Berg ohne Gipfel ist wie... Ein Mann ohne Helm beim Radfahren. So. Haben wir das? Ein bisschen weniger Schutz, aber... Wie viele Kinder möchtest du nochmal haben, Martina? Zwei, so wie ihr. Burschen? Bist du da gespalten? Zwei Burschen, oder was? Das ist egal. So groß wie ihr, so schön wie ihr, so stark wie ihr. Ja, gut, dass ihr mitten im Weg da das pickt. Der schießt euch ab. Ja. Der kann ja runterspringen in den Graben. Nimmst du das alles oder was? Nein, du? Ja, ich mach das super. Bump it up, bump it up. Bump, 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 bump it up. So, und jetzt musst du musst jetzt noch tanzen dazu. Ja, genau. Bump. Ja, der braucht. Ja, sagen wir 6 Minuten. Ja, die Bewegung kannst du sehr gut. Schneller! Die angeschaut, glaube ich. Aber jetzt ist schon ein paar locker, gell? Also, die sind total locker. Wenig Traktion und so. Sollen wir eben vorfahren, gucken, wie der da geht? An der läuft. Der läuft? Nee. Ja, das ist da schwer. Auch mit diesem, genau, mit dem Klicks, dass man scheinbar deswegen drin bin und dann kann ich erst wieder. Und ich bin jetzt gerade erst umgestiegen. Und da musst du aber auch ordentlich draufsteigen, dass das passt. Dann. Ja, was auch immer. Die ficken wieder fast zu gut. Ich möchte du nicht kommentieren. Ja, wir müssen los. Wir müssen los. Der Mixen-Trail. Mach mal ein hübsches Gesicht, die wollte ich gar nicht drauf fallen. Wie man das jetzt fährt, aber. Halt. Kann man das im YouTube anschauen dann? Nee, nur Fotos, ja. Ach so. Ich hab keinen Bock auf diese Schneiderei, ey. Mach ein Video, ich schneide es. Ja.
Ich schneide es. Machen Sie. Ich habe lieber Sex in der Zeit. Ich schneide es da, wenn du willst. Du hast keinen Sex? Ich bin schneller. Ich bin ja schneller. Wir waren letztens auf einer Party. Wie? 4 Stunden Sex? Was ist das denn? Ja. Obwohl ich versuche immer mehr zu. Weißt du, die sonst sagen? Oh, weißt du? Jetzt bereit. Aber mit dem Canyon, gell? Geht das schon? Jawohl. Ich hab nur die Schweizer Edition mit. Deswegen steht's nicht. Hast du eine Angst? Ja. Weil das Schild für mich noch. Ja, die haben ja auch, in Schweiz gibt's ja auch eine Marke, die heißt auch Canyon. Ja. Geil, David. Ja, damals mit dem Guide. Da ist er vor mir gefahren. Genau, sag ich ja. Da war der Stratmann. Ja, da bist du auch nicht mitgefahren. Das für einmal. Und ach, da war, wo ich krank war, da wäre ich auch hier gefahren. Genau. Ja. Da, sind wir, da warst du ja krank. War die Landung nicht gut, oder? Und dann bin ich dem anderen hinterher gefahren. Das war ja ganz langsam. Ja. Da kennt das der wahrscheinlich cool aus. Das wolltest du? Ja, genau. Okay. Und die 6 ist das? Die 6. Nur, ist am Anfang eine Vorstraße. Ja. Später musst du links schauen. Dass, wenn du zu schnell fährst, dann zerstörst du den. Aber es ist geschehen. Aber das ist nicht der, nicht dieser Weg, wo am Anfang, wo man so reinfahren muss, wo die Häuser so in so einem Wald drin sind. Die nicht, ne? Nicht die Häuser, die im Wald sind, ne? Das sind die... Die Häuser, die auf der Straße sind direkt, ne? Ich meine, die Häuser auf der Straße sind. Alles klar. Gut, ja, Wiese links. Ja, alles klar. Okay. Dann Nummer 6. Nummer ja, später. Dann geht eben, geht weiter und dann siehst du. Ja. Gut. Okay? Du denkst, du schnellst auf. Ist kaputt bestimmt. Klick nicht. Ein schlafender Fuß ein. Kontrolliere. Ey, warte, ich habe auch noch eine Kamera dabei. 10% fürs Spital. Weißt du dich schon? Ja. Ich finde den Trail Weltklasse. Ja. Wetter ist geil, sehr geil. Gefahren? Und wenn du ehrlich bist, bist du alles gefahren? Ah, ja, vielleicht eine Kleinigkeit nicht, aber der Rest bin ich alles geflogen. Ja, ein bisschen zu viel für den Anfang. Was sagst du? Ja. Was? Beleidigt? Nein, ich bin nicht dabei, ich bin einfach sauer. Ja, mein Gott. Dafür kannst du es zum Erzählen. Ja. Deine Triathleten. Ja, so ein Scheiß. Die tun ihre Füße auslockern und du. Sind schon, der eine ist beim Friseur, der andere ist beim Nalini-Shop, die machen was Gescheites. Ein typischer Moment bei den Velo-Chicks. Keiner kennt sich aus. Muss ich festhalten. Was? Schnitt. Was? Schnitt und Retour. Nochmal zurück. Ich korrigiere. Du hast gerade die rote Frage geschlagen. Jeder mit der Kamera oder hinten in der Kamera. Jeder kennt sich aus. Kann der nass werden? Ja. Und das war
Das ist so gestört jetzt. Oh, tap dies! Ich hab nichts mehr in meinem Garten. Das ist ja nur Schachtel. Das ist eine feste Schachtel. Das ist Schachtel Qualitätswein. Qualitätsschachtel. Qualitätsschachtel. Sieht man an der Verpackung, dass es gut ist. Stoße ich an mit der Martina. Was? Von was denn? Cantina Grande. Was für ein Trail redet ihr? Spitzen drauf. Klettersteig. Ein Klettersteig kann man nicht fahren. Oh ja, kann man schon fahren, aber wenn du alles fährst, bist du draußen. Ja, bist du hin, oder? Wahrscheinlich, ja. Klettersteig. Ist das 601 was für... Duschen? Das ist ein gutes Vortechnik-Training. Das ist ein Geiztraining. Vortechnik-Geiztraining. Ist der obere Teil, der untere Teil mehr geeignet für... Der obere ist jetzt... Also, für die Basics. Wie beim Rahl oben steht. Adventure. Ja, so. Mehr Flow halt. Flow-Faktor. Flow-Faktor 7. Ja, 7 von 10 mit der 7 von 5. Geübte Bike-Laser so. Der Schluck ist gut, der passt gut. Untere Teil ist Falltraining. Falltraining. Aber super geil. 601. Kino ist auch so, dass du das mal wirklich dumm bist. Super geil. Weg dir zu schnell. Das ist gut. Er hat morgen müssen wir sich nicht an die Schlüsselständen hin. Ich weiß nicht. Und den Jungs aus dem Ort. Ich habe nicht so viel Angst. Du fährst den 601 mit 9 Radlaube. Ja, ja. Ja, oder mit Altner. Ja, du wirst mit Altner fahren, gell? Wie viel Federweg kostet du? Keine. Die wiegt ja das alte mit. Nein, 100, oder? Brauchen wir noch einmal, helfen wir noch einmal mit dem Alten. Ja, 100. Ich will mit dem Alten auch. Wenn ich mal ganz gut drauf bin, dann fahre ich mit dem Dreirad. Was das? Ja? Dreirad, wahrscheinlich. Ja. Was für Federweg kostet das Dreirad? Ohne Feder natürlich. Die Heidrun, was auch noch nicht. Die Heidrun. Heidrun. So. Große Chance. Iron, soll ich dir auch groß ausbringen? Genau, ja, mach zu, was hast du denn? Was hast du groß? Ja, so groß du willst. Was war dein Ding? Schau dir das aus, 3 Pixel, 6 Pixel. Was das jetzt ungünstig ist, jetzt habe ich genau da dickere Brüste drauf. Und die Iron daneben. Irgendwie, wie viele Facebook-Freunde hast du? Ich muss ein bisschen näher umgehen. Die Frage ist ja, was bringt die wirklich groß aus? Ich still meine Kinder leider nicht mehr. Leider. Was war dein Lieblingstrail, Heidrun? Heute, was alles. Nein, aber. Es war keine Zeitfrage. Es war eine Frage vom Ort. Also, Lago di Tenno, oder? Genau, Lago di Tenno. Was war da so besonders gut dran? Weil das ein bisschen durch den Wald gegangen ist und so... Flowig. Ja, genau. Und die anderen Tage, genau, was war? Die anderen Tage hast du eher mehr aufwärts... Oder war... Ist mehr aufwärts die Arbeit gegangen? Nein, was war bei den anderen Tagen? Schlechter? Ich bin mit den Stadien oder so. Ich bleibe ein bisschen. Der ist ein Weltlang gefahren quasi. Ja, so. Ja, so. Gibt's denn auch so einen Rotwein? Aus der Verpackung. Aus dem Tetra-Pack kannst du mir da ein bisschen nicht fahren. Aber was ich ein bisschen bedenklich finde, dass man echt immer nur beim Rotwein holen trifft. Ja, immer gern. Was macht ihr in der Zwischenzeit? Auftrinken. Was glaubst du? Aha. Und, aha. Schau. Da sind auch noch zwei Sessel. Da ist einer und da. Aber ich bin mir sowieso, dass wir Sessel frei werden. Könnt ihr auf einen Sessel reisen nach Jerusalem oder sowas? Ich will schon mal die Musik. Ja, super, die Musik. 409. Ja, 409. Da muss man aufpassen, dass man bei der Bank dann so aussieht, dass man da stehen bleibt. Ja, mehr oder weniger. Also, wenn man sich um die Rettung kommt, ist das sehr schwierig. Es geht die andere Möglichkeit, wir sind da. Wir wollen die Fahrt auf für die 700 Höhenmeter. Du,
ein Lärcherl, hätte ich gesagt. Nein. Nur Asphalt diesmal. Wald wäre es schon besser gewesen, glaube ich. Und mit ein bisschen durchrutschen, gell? Ja. Sind da mit schräge Wurzel wäre auch lustig gewesen. Das ist ein Witz. Aber am Asphalt geht's gut. Macht man schön Höhenmeter. Sieht man da, gell? Machst du ein Video? Ui, da praxelt gleich auf die Straße. Schick mir noch bitte. Einmal selber. Was schicken wir dir? Die Aussicht ist ein Gedicht. Dann drei Leute noch hinten noch. Anaconda. Die Schlange werden wir beißen, hätte ich gesagt. Ja, es ist so. Was sagt er? Bist du im Erholungsurlaub heute? Du schaust so ausgerastet aus. Zum Aufwärmen ist es zu wenig. Und zum Schlafen ist es zu viel. Ja. So mein Statement zu der Geschichte auf. Ja, ich meine, wir werden jetzt nächstes Mal ein bisschen Blei mitnehmen, die Taucher. Weil. Sonst hast du schon mal daran gedacht, dass du ein Mädel mit aufziehst mit einem Seil ja, eigentlich? Das machen, ja. Abschleppseil? Ich gleich die ganzen Velo-Chicks. Ja, die sollen sie anhängen. Die ganzen Velo-Chicks in einer Reihe um hinten und die Züge aufhören. Ich glaube, ja. Weil. Welche würdest du als Frontfrau nehmen? Die Schärfe natürlich. Die liebste alle, von allen. Die scharfe. Die scharfe Chefin. Die ganz scharfe Chefin. Die kann gar nichts mehr sagen, so aus der Puste ist die da. Was ist denn da passiert? Du musst nicht die Lizenz zum Aufnehmen. Aber die Lizenz zum Fotografieren. Bitte tu nicht immer die Hand vor, dann muss ich mal so verschneiden. Jetzt sag einmal, wieso schwitzen du so teuflisch? Es hat geregnet. Hat es geregnet? Echt? Warte, ich fühle mal auf in die Wolken. Als wäre der da hinten gewesen sein. Alle von den zwei da hinten. Ein Jumbo-Jet hat es für dich auf. Wandeschnülle regen. Nein, also von oben hat er dann einfach runtergelassen. Die haben noch so wie beim Zug früher einfach rausgelassen. Oh, was? Sind da Krokodile? Ja. Das sind nicht alle. Ja, dich musst du schnell herfahren. Komm jetzt mal drauf. Drin. Guter Trail, gell? Flowfaktor? Ausgezeichneter Trail. Flowfaktor 6 von 5 möglichen Punkten. Oh, so ist das. Und vor allem der Punkt, wo die Höhenlinien dann zusammenlaufen, macht irrsinnig Spaß. Ja, wie, also gleich die zwei, drei Höhenlinien? Es waren drei Höhenlinien, wobei die eine die andere ein bisschen überschnitten hat. Da kommt man richtig in den Flow voll. In den freien Flow voll. Ah, das ist schön, gut. Ja. Schön. Das gehört hier irgendwann, ja, weil der Federgabel hat, dementsprechend sollte das kein Problem sein. Schau, da kommt die nächste. Oh, Plastik. Ja, Daisy. Und Falzer. Ja, perfekt. Oh. Daisy macht es einfach so ehrlich. Gibt es oben irgendeine Probleme, weil jetzt erst wieder ein Botsch oder so? Ein Botsch? Nein, ich habe nichts gesehen. Nächste. Ein geiler Trail! Juhu! Das ist echt gut. Schlüsselstelle habe ich leider vergeckt. Schau, die haben mal wieder die gleiche Umreise wie mir. Ja, passt. Von ganz raus. Von ganz da, von dem Sumpf anfangen. Echt? Ja, schon davor. Ich kann noch posten. Die Fans wollen nicht sehen. Bikini. Fans. Im Internet, ganz im Wald. Ich habe gesagt, ich bringe einen Kurs außer. Willst du ihn filmen? Also, ich will ihn filmen. Ja, der kann ja mal wissen, was kriegt. Dann schauen wir, dann kriegt er das. Was der? Freundchen. Ah, nur Witz. Prost, Chef. Ding! Ah, ich hab vergessen, mit reinzuspringen. Jetzt ist mein Brüten ausgefroren. Überhaupt nicht. Wie gut, dass ich es gefilmt hab. Ich hab jetzt ganz vergessen, mit reinzuopfen. Das tut mir wirklich. Ich war ja gerade schon drin. Das sieht aber schon so aus. Ein bisschen schwimmen. Schon mal.
Oh, das ist gut. Martina, zieh dir mal was Trockenes an jetzt. Zieh dir mal die nassen Sachen aus. Ich bin der Kamera. Ich wollte schon drehen. Ja, bin ein Monster-Buddy mit dem Monster-Blick und ich... Digi-digi-dap, ich bin verrückt, als ich hier näher kam. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst. Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen. Sie hat den Monster-Body mit dem Monster-Blick und den Monster-Boom-Boom gibt mir den Kick. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, was sie will. Killer Lady, ich lad dich gern ein. Du musst zu einem anderen Stern sein. So unbestimmt auf das Sexy, ich hab dich zu fressen gern. So scharf wie das hier klingen, willst du mich zum Explodieren bringen? Vor deine Krallen aus Kratz, mein Rücken auf Zeit, man einmal deine Piercings. Ich fühl ihr Säckersaum, noch einmal noch. Sie schaut mich an und lacht und sagt, ihr seid die geilsten Jungen dieser Welt. Doch das wird nichts ändern, denn ich steh auf Männer. Sie hat den Monster Body mit dem Monster Break und ihr Monster Boom Boom gibt mir den Kick. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, was sie will. Ich bin gefährlich, doch ihr kommt nicht von mir los. Eure Sucht nach mir ist einfach viel zu groß. Ich lande dabei, mein Fahrrad drüber, mein Hirn ist wach, mein Blick ist über. Auf einmal seh ich dieses Vollweib-Monster. Sie fragt, geh mal zu mir. Ich sag, bleib mal bitte hier. Ich lad sie ein, wir trinken Sekt und Wodka, Wein und Bier. Auf einmal passiert was Unglaubliches, ich trau meinen eigenen Augen nicht. Die Braut teilt sich auf, alles verschwimmt, sie setzt sich drauf auf mich. Ich denk mit welcher Fahrt, jetzt wage ich jetzt ins Bett. Euler, ich glaub, ich bin Monsterfett. Monster, Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, was sie will. Sie ist ein Monster.